Hallo meine Lieben, ich sende euch ganz, ganz herzliche Grüße aus meiner Hängematte. Wer mir auf Instagram folgt oder mein Update-Video da gesehen hat, der weiß, dass wir jetzt hier eine Hängematte auf dem Balkon hängen haben. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich Hängematten liebe. Ja, jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich hier nicht allzu sonnig bin, damit ihr mich auch irgendwie erkennen könnt. Wobei es ja eigentlich nur wichtig ist, dass ihr mich hören könnt. Und ich hoffe, euch wird nicht schlecht, wenn ich jetzt hier so ein bisschen schunkle. Ich wollte heute über ein Thema reden, was ich ganz wichtig finde, vielleicht als Erinnerung für den einen oder anderen. Nämlich, dass sich jeder von uns an seinem individuellen Punkt, auf seinem individuellen Weg befindet. Also alles, was ihr zum Beispiel von mir als Impulsen bekommt, was ihr von anderen an Impulsen bekommt, was ihr lest, was ihr hört, was ihr aber auch für euch selber herausfindet in der Meditation oder was auch immer, ja, und wann auch immer, das ist alles ein kleiner Ausschnitt und das ist alles einfach im Hier und Jetzt. Und nicht alles davon kannst du gerade anwenden oder nicht alles davon kann jeder gerade anwenden. Und nicht alles ist auch überhaupt für jeden bestimmt. Also als Beispiel, Meditation ist zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, um ruhiger zu werden, um entspannter zu werden, um mehr zu sich selbst zu finden, um alles Mögliche im Leben aufzuarbeiten. Also dadurch, dass man mit Meditation zu sich selbst findet, kann man eben auch all das aufdecken, was da so drüber liegt. Aber Meditation muss nicht für jeden der Weg sein. Es gibt viele Wege, zu sich selbst zu finden und da muss eben nicht Meditation für jeden der Weg sein. Oder es kann sein, dass das einfach jetzt gerade zum Beispiel noch nicht dein Weg ist, aber vielleicht in einem Jahr, in einem Monat, in 10 Jahren. Ja? Es kann aber auch sein, dass Meditation jetzt zum Beispiel gerade dein Weg ist, aber vielleicht in einem Monat, einem Jahr, in 10 Jahren nicht mehr. Und so ist es eigentlich mit allem, mit allen Erkenntnissen, die man hat, mit allen Konzepten, mit allen Methoden und Techniken, die man anwendet oder denen man begegnet. Auch auf dem Weg raus aus der Angst. Es kann sein, dass manche Tipps genau richtig gerade für dich sind. Es kann sein, dass manche Tipps dir schon mal geholfen haben oder dir erst helfen werden oder einfach gar nichts für dich sind. Und so ist es eben nicht nur bei Problemen oder Krankheit oder so. So kann es in jedem Bereich deines Lebens sein. Und das sollte man vielleicht auch immer ein bisschen beachten und deswegen finde ich es halt auch immer wichtig, sich auch immer wieder zu verändern, weiterzuentwickeln oder auch einfach hinzuschauen, ist der Weg, den ich gehe, ist es immer noch genau so, wie ich ihn gehen soll? Gibt es jetzt vielleicht eine andere Abzweigung, die ich nehme? Gibt es vielleicht andere Dinge, die mich jetzt irgendwie weiterbringen oder mir helfen können? Wie ist es mit irgendwie Theorien und Thesen, die ich habe, mit meinen Konzepten? Ich meine, Konzept am Ende ist einfach nur da, um zu erkennen, dass man kein Konzept braucht. Und dass es einfach auch nicht das feste Konzept gibt. Und Dinge ändern sich und es muss nicht das, was du letztes Jahr gedacht hast, völlig falsch sein. Aber es kann sein, dass du jetzt wieder ein bisschen eine andere Richtung nimmst oder dass du auch einfach erkennst, ja, genau so ist es richtig, ja, und das noch mehr lebst. Aber es geht mir einfach darum, dass man sich immer wieder daran erinnert, jeder ist an seinem individuellen Punkt, auf seinem individuellen Weg. Und das vielleicht auch nicht zu vergessen, wenn man wieder irgendwie beurteilt oder verurteilt, zum Beispiel auch bei spirituellen Büchern oder Impulsen, die man bekommt. Ja, es gibt nicht nur richtig und falsch. Es gibt einfach eben die Punkte oder die Sachen, die für dich gerade jetzt richtig und perfekt sind, aber alles andere ist deswegen nicht schlecht oder falsch. Vielleicht hast du andere Sachen auch schon mal so gedacht oder verfolgt? Vielleicht kommen sie noch in dein Leben, vielleicht gehören sie aber auch einfach gar nicht in dein Leben, aber in das von jemand anderem. Und die Sache des Lebens ist einfach auch, dass eben alles sein darf. Und deswegen gibt es eben auch das alles. Ja, und auch grausame Dinge und so weiter. Also ich hatte da Mutter Erde ja auch mal gefragt, als ich in Limburg die beiden beobachtet habe oder gerade Yoda beobachtet habe, wie sie mit einer Maus spielt und die nicht gleich umbringt, sondern sie leiden lässt und hier und da. Und es hat mir so wehgetan. Dann habe ich auch Mutter Erde gefragt, warum? Warum passiert sowas? Und da hat sie mir geantwortet, einfach, weil es möglich ist. Und das mag sich für euch in diesem Moment vielleicht auch noch falsch anhören. Aber wenn ihr vielleicht schon mal mit Mutter Erde geredet habt, mit einem Baum, irgendwie mit euren Engeln, und wenn ihr eine Antwort auf eure Frage erhaltet,
dann erhaltet ihr nicht nur die Worte, dieses Ja, weil es möglich ist, sondern ihr erhaltet auch dieses grundlegende Verständnis davon, was diese Aussage bedeutet. Und ja, das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis, die mir sehr viel Druck genommen hat, sehr viel Leid in meinem Leben und sehr viel Verurteilung auch. Und vielleicht für den einen oder anderen ein positiver Impuls heute, eine Erinnerung, für den anderen vielleicht nicht, aber das ist ja egal. Ich werde jetzt noch mir den Laptop in die Hängematte holen, noch ein bisschen arbeiten und wünsche euch einen ganz wundervollen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem man in dieses Video gerade schaut. Danke, dass es euch gibt und ja, danke, dass wir diese Erfahrung des Lebens machen dürfen. Macht's gut.